Ja, haut dann ha an eiser Bär ma Claudine Adams Saison ass wirklich so gut wie gelaft, ne? Ein bisschen Training an dann ass natürlich Situation lo hier ob die nächste Saison zu gucken. Es geht hier um die Jugendequippen. An vielleicht können wir für dich mal gucken, welche Jugendequippe bieten wir nächstes Jahr un und dann können wir ein bisschen darüber schwätzen, wann kann die Jugendlichen oder die Älteren kann er willen anschreiben, wie sie das so machen. Ja, also wir sind am Anfang nächste Saison, wie auch das Saison, bei allen Jugendequipen vertreten. Das heißt, wir bieten für die ganz Kleinen bieten wir ein Butzebasket an, zweimal an der Woche. Das ist dafür kann er zwischen 4 und 8 Jahren. Und dann haben wir hier noch ein U12, das sind dann Pussern. Wir haben, werden zwei Equipen bei den U14 bei den Minien haben. Dann bieten wir auch Scholar KDU natürlich. Und dann bei den Medischen sind wir auch bei allen Kategorien vertreten. Es sind eben just die pure Kategorien, notamment U14 und U16 bei den Jungen, wo wir wirklich schon ganz, ganz viele Spieler haben, aber wo es ganz, ganz schwer wird, nur nach viel Kanner zusätzlich zu akzeptieren. Mit all die anderen Kategorien können wir aber nach zu allen Momenten, anfangs der Saison oder auch nach am Hirsch, können wir aber nach Spieler unholen. Und zumindest bei den ganz Kleinen, beim Butzebasket und auch bei den Präpussern, du hast am Anfang hyper willkommen, also du haben wir relativ viel Disponibilität im Niveau von der Halle, sodass wir da können auch mehr Kanner unholen. Wie genau möchten Sie das, wenn Sie sich ummelden, für einen bestimmten Equipe zu kommen? Ja, wie das Look kein Training am Sinn, also dann fangen wir am einfachsten über einen Sitz zu führen, durch den Formular den Kontakt auszufüllen. Und da kriegen die Eltern eine Antwort. Sie müssen sich just ein bisschen geduldig, wenn wir im Moment eben viele Frauen haben. Und voilà, sie kriegen eine Antwort. Die andere Möglichkeit, die eventuell auch noch besteht, dass, wenn Trainings angefangen haben, Anfang September bzw. Mitte September, an sie gesehen als ein Trainingsplan um sit, da könnten sie auch nach dem Moment, wo der kann an der Halle Lunch kommen und da kann in durch Platz gucken, für das kann er eventuell können um Training kommen, aber sie da können ausschreiben. Und dann also die auch so, dass sie müssen eine Lizenz kriegen, sie müssen bei dem Medico gehen, was genau ist das? Ja, also die Lizenz, die erste Lizenz, die ich kriege bei der Föderation, die richtig offizielle Lizenz, also am Anfang mit dem Jahr, wo ich 7 Jahre kriege. Da das so wirklich nicht kompliziert ist, war eben wichtig, dass kann er eben ein Examen medico-sportiv machen. Du sollen auch immer gucken, so sehr wie möglich Rendezvous zu freuen, weil ab September sind dort Rendezvous immens gefroht und da sind wohl heinz so lange Wartezeiten. Also ist es am Anfang just ein Formular auszufüllen an mit einer Kopie von einer Karte Identität. An dem Moment geht das doch ganz sehr. Du hast auch, wenn Dokumente bis bereit sind, die Föderation ganz reaktiv, also innerhalb von 2-3 Tagen als Lizenz dann da bereit. Was ich vielleicht muss sagen, das ist wirklich wichtig, dass kann er ab 7 Jahren eine Lizenz machen, weil sie dann auch noch eine zusätzliche Couverture haben über die Assurance. Von, nicht vom Club, sondern das über die Föderation lief das. Und das kann ganz wichtig sein, dem noch wegen Bobo nehmen wir gut. Ich meine, bei all den Sachen, wenn keine Angst zu haben, wenn ihn als schreibt, dann über das Internet sieht, blendet man auch an, da kriegt ihr noch die dort Informationen nach Enke, ja. Ja, genau. Also das einfach so mal, dass die Eltern, zumindest die Kanner, die neu sind, dass sie vielleicht 2-3 Wochen probieren kommen, gucken, ob es ihnen gefällt. Und dann dem Moment, wo wir von den Eltern wissen, man kann wirklich ganz Jahr dabei bleiben, da kriegen sie das alles entweder über WhatsApp oder über E-Mail geschickt. Und dann müssen sie das just ausfüllen. Aber wenn du ein Problem hast, ist natürlich entweder den Trainer oder sonst von der Jugendkommission oder euch als Sekretär, sind dann immer doof, hin und zu, wie sie sich da anlegen müssen. Voilà, da brauchen die Leute sich logistisch nachzumelden. Merci, genau. Claudine. Und dann gucken wir, ob wir auf Hollisch reich nächste Saison. Ja, hoffen wir.